Der Husten nervt. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Bestimmt haben Sie das auch schon öfter gedacht oder gesagt, wenn Ihr Kind oder Sie selbst unter Husten litten oder gerade leiden. Ich jedenfalls stelle fest, dass gerade in der kälteren Jahreszeit der allerhäufigste Grund für eine Vorstellung in der Sprechstunde Husten ist, der entweder tatsächlich nervt, vor allem nachts massiv stört oder einfach nur komisch klingt oder schon so lange dauert und hoffentlich nicht chronisch wird. Jedenfalls wird von mir erwartet, dass ich das hustende Kind abhöre und dazu beitrage, den Husten möglichst schnell abzustellen oder ihn zumindest zu lindern. In diesem Video versuche ich zu erklären, warum das gar nicht so einfach ist und ich versuche auch, unnötige Ängste abzubauen. Zum Beispiel die Angst, dass ein Husten, der länger dauert, chronisch werden könnte. Irgendwann hört jeder auch noch so lange dauernder Husten auf, wenn keine Grundkrankheit dahinter steckt, wie zum Beispiel ein unbehandeltes allergisches Asthma oder eine Stoffwechselkrankheit wie die Mukoviszidose oder auch das Rauchen. Und zwar gibt es Krankheiten wie den Keuchhusten, bei dem der Husten über 2 Monate dauern kann. Oder Virusinfektionen wie die Grippe oder Corona, durch die die Schleimhäute so beeinträchtigt werden können, dass eine über viele Wochen andauernde Neigung zum Husten zurückbleibt. Aber auch diese wird normalerweise irgendwann aufhören. Also ist die Angst, dass ein länger dauernder Husten ein chronisches Problem werden könnte, völlig unnötig. Wir alle müssen lernen, den Husten als etwas anzunehmen, was zu einer Erkältung oder Infektion der oberen und unteren Atemwege einfach dazugehört. So wie die laufende Nase bei einem Schnupfen. Die Schleimhaut der Atemwege reagiert bei einer Infektion mit Schwellung und vermehrter Schleimbildung. Und beides führt zu Husten. Bestimmte Husten lassen sich mit Medikamenten positiv beeinflussen, andere weniger. Grundsätzlich hört ein Husten dann auf, wenn die Ursache, das heißt die Schwellung oder die vermehrte Schleimbildung, verschwindet. Und das ist dann der Fall, wenn die verursachenden Krankheitskeime, meist sind es Viren, aus der Schleimhaut verschwinden. Und das passiert durch die vom Immunsystem gebildeten Antikörper. Die Bildung dieser Antikörper dauert in der Regel zwischen 10 und 14 Tagen und das ist die Zeit, in der wir normalerweise unter Husten leiden. Und natürlich wollen wir dem hustenden Kind helfen mit Hustenmitteln aller Art. In Abhängigkeit von der Ursache wirken sie mehr oder weniger gut. Mein Rat ist, einen Hustensaft einen Tag zu geben und einen Tag weglassen, um zu prüfen, ob er wirkt. Wenn ja, kann man ihn weitergeben. Wenn nicht, macht es keinen Sinn. Ein Reizhusten reagiert null auf einen Hustenlöser und ein Hustenblocker hat keinerlei Effekt auf einen schleimigen Husten. Ich mache in der Sprechstunde die Erfahrung, dass die meisten Husten eher trocken, also Reizhusten sind. Dabei ist der Reiz oft stärker als die Kraft der Hustenmedizin und deshalb hilft sie meist wenig bis gar nicht. Und dann heißt es eben, dies zu akzeptieren und zum Beispiel andere Methoden anzuwenden. Oft führen abschwellende Nasentropfen in der Nacht oder auch ein Zwiebelsäckchen am Bett, vor allem bei kleinen Kindern, zu einer Besserung, weil die Kinder dadurch wieder durch die Nase atmen können und nicht über den Mund. Dies führt nämlich zur Austrocknung der Rachenschleimhaut und damit zur Verstärkung des Hustens. Auch kann eine Frischluftdusche, also das bewusste Einatmen der kaltfeuchten Luft draußen am offenen Fenster oder auf dem Balkon, eine Hustenattacke unterbrechen. Genauso wie das Trinken von eiskaltem Wasser, schlückchenweise. Oder auch nur das Schrägstellen des Bettes mit der Höherlagerung des Oberkörpers. Honig und Zwiebel helfen manchmal besser als chemische Mittel und Salbei oder andere Kräuterbonbons, sobald die Kinder alt genug dafür sind, lindern eher den gereizten Hals, der zum Husten führt. Und das ist noch längst nicht alles, was versucht werden kann. Mein Fazit ist,
dass sie eher mit einem mäßigen Erfolg der Anti-Husten-Maßnahmen, egal welcher Art, rechnen müssen. Keinesfalls dürfen sie erwarten, dass er sofort ganz verschwindet. Deshalb ist es sinnvoll, mit dem Husten etwas gelassener umzugehen und darauf zu vertrauen, dass er nach 1 bis 2 Wochen auch wieder aufhört und jedenfalls so schnell, ach was, gar nicht chronisch wird. Sehen Sie gern noch mehr Videos über das Hustenthema hier auf meinem Kanal an, zum Beispiel das Video über die 7 Hustenarten oder über das Abhören. Das wird Ihnen dabei helfen, die Nerven zu behalten, weil dann wissen Sie mehr.